Wie funktioniert bei Industrie 4.0 die Verbindung von digitaler und physischer Welt? Schon immer seit der Einführung des Computers hat es eine Verbindung zwischen der digitalen und der physischen Welt gegeben. Traditionell kennen wir alle die Tastatur. Jede Taste, also beispielsweise die Taste G auf der Tastatur, ist ein Sensor. Durch den Druck auf die Taste wird das Anzeigen des Buchstabens auf dem Bildschirm ausgelöst. Denn der Sensor unter der Taste G registriert, dass diese mechanische Geste gemacht wurde und setzt das damit verbundene Kommando um. Formal gesehen haben Computer und IT-Systeme schon immer eine Verbindung zur mechanischen Welt gehabt. Am Anfang gab es Lochkarten oder Lochstreifen, die auch mechanische Kontakte hergestellt haben. Jetzt aber, in der Zeit von Industrie 4.0, gilt es nicht mehr, die traditionellen Systeme zu betrachten, sondern die neuen, kleinen, leistungsfähigen Sensoren. Sie haben enorme Fähigkeiten, die reale Welt abzubilden. Sie registrieren nicht nur die Temperatur, den Luftdruck oder die Luftfeuchtigkeit, sondern auch die Bewegung, die Bewegungsrichtung und die Bewegungsintensität oder einen Drehwinkel zum Beispiel. Alle diese Sensoren oder Teile lassen sich dazu verwenden, um in Maschinen, Anlagen oder in geplanten Prozessen darzustellen, was ein Gegenstand gerade macht oder in welcher Umwelt er sich gerade befindet. Sehr schön lässt sich das in der Logistikbranche zeigen. Dort kann eine Schachtel, ein Karton oder ein anderer Behälter mit solchen Sensoren ausgestattet werden und Informationen zur Bewegung, Temperatur, Erschütterung oder Beschleunigung zur Verfügung stellen. Das ist für viele Kunden ein geldwerter Vorteil. Denn sie wissen genau, wie es der Ware oder dem Gegenstand geht, den sie gekauft haben oder verkaufen wollen. Also diese sinnvollen Verbindungen, die stellen Sensoren her. Aber das reicht nicht, weil ein Sensor erst einmal nur einen Widerstandswert liefert. Der Widerstandswert muss übersetzt werden in einen Spannungs- oder Stromwert, also beispielsweise der Temperaturwert in Celsius oder Fahrenheit. Deswegen muss geeicht werden, wo jeweils der Nullpunkt liegt. Das heißt, wir brauchen auch Software. Selbst wenn wir dann bei den Sensoren festgelegt und geeicht haben, worum es sich handelt, brauchen wir noch eine Filterung und Bearbeitung der Informationen. Denn es ist in Algorithmen zu beschreiben, was passieren soll, wenn die Temperatur fällt oder steigt. Und das heißt, es ist ein Zusammenspiel aus Sensoren, Software und Übertragung über Netze erforderlich. Heute steht neben der Tastatur auch noch das Mikrofon für die Spracheingabe und Sprachsteuerung und die Optik für die Gestenerfassung und Gestensteuerung zur Mensch-Maschine-Kommunikation zur Verfügung.